Genau, warum machen wir die Veranstaltung heute? Im Sommer sollen ungefähr 160 Zapatista nach Europa kommen und eben hier genau die Länder bereisen. Wir wissen noch nicht genau, wie lange, aber wahrscheinlich sind sie mindestens 3 Wochen in Deutschland, hoffentlich. Und genau, verknüpfen eben ihre Kämpfe mit unseren Kämpfen. Und dafür ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns untereinander auch verknüpfen und sozusagen Bande bilden. Genau, ein weiterer Hintergrund ist eben, dass sie zeigen wollen, dass vor 500 Jahren sie nicht besiegt wurden als Indigene. Dazu wird Uli noch mal mehr erzählen. Und dazu wird es auch einen zentralen Aktionstag am 13. August in Madrid geben, wo eben darauf noch mal hingewiesen wird. Genau, sie wollen sich, wie schon gesagt, unsere Kämpfe hier anschauen. Und in Deutschland ist es so, dass es wahrscheinlich in Frankfurt beginnen wird und dann am Ende in Wendland nochmal alle zusammenkommen für ein paar Tage, um sich auszutauschen. Genau. Wir haben uns gedacht, dass wir das Ganze versuchen, ein bisschen zu strukturieren. Das heißt, es wird 3 Input-Teile geben heute Abend, die alle so ungefähr eine halbe Stunde sind. Zuerst wird es so einen kleinen historischen Abriss geben. Dann geht es so ein bisschen um den Aufbau und die Anfangsphase sozusagen der Zapatista-Bewegung. Und am Ende, denke ich, geht es um die 90er und das intergalaktische Treffen noch. Dazwischen wird es die Möglichkeit geben, eben für Fragen. Und im mittleren Block eben auch, werden wir auch nochmal eine kleine Pause machen, weil es ja durchaus anstrengend ist, online sich so lange zu konzentrieren. Und am Ende soll es nochmal eine kleine Diskussion geben, eben auch zu dem Thema, warum gerade jetzt? Warum ist es gerade jetzt wichtig, dass die Zapatista kommen und trotz Pandemie sozusagen wir das jetzt durchziehen? Oder wegen. Genau. genau, aber jetzt will ich erstmal das Wort an Uli geben und den ersten Block sozusagen zu starten. Hi, ich bin die Uli. Ich bin im Ayahuasca-Netz, falls es das gibt, seit 1996 und begleite die Zapatistas aber schon seit dem Aufstand. 3 Tage nach dem Aufstand gab es hier in Frankfurt die erste Demonstration von ungefähr 1000 Leuten, wie eigentlich weltweit überall. Sie sind am 13. August in Madrid und das hat eine große Bedeutung für sie. Cortés hat am 13. August 1521 bekannt gegeben, dass die Indigenas in dem, was heute Mexiko ist, besiegt sind. Dieser Tag ist in einer kleinen Geschichte verarbeitet von Eduardo Galeano. Schlagartig verstummt das Geschrei und Getrommel. Menschen und Götter sind geschlagen. Da die Götter tot sind, stirbt auch die Zeit. Da die Menschen tot sind, stirbt auch die Stadt. Die kriegerische Stadt ist gestorben, wie es sich für sie geziemte. Die Stadt der Silberweiden und des silbernen Schilfs. Es herrscht ohrenbetäubende Stille und es regnet. Am Himmel blitzt und donnert es und es regnet die ganze Nacht. In großen Körben türmt sich das Gold. Gold von Schilden und Kriegsemblemen, Gold von Göttermasken, Lippen und Ohrpflöcken, Brustspiegeln und Geschmeiden. Das Gold wird gewogen, die Gefangenen werden taxiert. Eines armen Preis ist knapp 2 Handvoll Mais wert. Die Soldaten gruppieren sich zum Würfel- und Kartenspiel. Langsam schmoren Kaiser Guatemocs ölbestrichene Füße im Feuer, indes die Welt still ist und es regnet. 13. August 1521. Und obwohl sie als besiegt erklärt wurden, gab es niemals Ruhe. Die indigenen Völker in dem, was heute Mexiko ist, haben sich immer gewehrt, im Kleinen, aber auch im Großen. 500 Jahre lang haben sie um ihre Existenz gekämpft und wie wir sehen, sind sie noch da. Immer wieder und sehr stark diesmal. 500 Jahre sind definitiv auch genug, in jeder Hinsicht. 500 Jahre Patriarchat, Kapitalismus, Rassismus und Kolonialismus, es reicht. Das war auch ihre Parole bei ihrem Aufstand. Ein zweiter wichtiger Einschnitt war die Revolution von 1910 bis 1914, wo Pancho Villa und Emiliano Zapata beide Bauernheere geführt haben. Pancho Villa vom Norden aus,
Emiliano Zapata von Morelia aus, von Morelos aus. Und sie haben gewonnen. Und witzig ist nur, dass sie beide Armeen, indigenen Armeen, in Mexico City angekommen sind. Und sie sind leise gegangen. Und sie haben an die Türen geklopft und haben um Brot gefragt. Und sie haben keins bekommen. Und sie waren in dem Palast. Und Pancho Villa ist auf den goldenen Thron des Präsidenten gestiegen und ist wieder runtergestiegen, hat gemeint, also damit kann ich gar nichts anfangen. Sie waren nur eine Woche in Mexico City und sind dann wieder zurückgegangen in ihre Regionen, in ihre Gebiete, weil das war ihnen einfach too much. Sie haben zwar den Krieg gewonnen, aber sie haben ihn nicht benutzt oder nicht ausgenutzt, um an die Macht zu kommen. Es war ein Fehler. Die Unterdrückung ging massiv weiter. Und zwar in einer Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Es war einfach so, dass Indigenas Sklavinnen waren. In diesen ganzen feudalen Strukturen, Großgrundbesitz und so weiter, wurden sie wirklich wie Sklaven behandelt. So, wenn einer nicht gehorcht hat, wurde er zur Arbeit mit nassen Peitschen getrieben. Und wenn er bestraft werden sollte, wurde er bis zum Kopf eingegraben und die Pferde wurden über ihn drüber gejagt. Sie haben aber weiter gekämpft und haben es tatsächlich geschafft, eine Landreform durchzusetzen, was ihnen als Bauern am allerwichtigsten war. Aber auch das hat nur 10 Jahre gehalten und danach war wieder alles beim Alten. Wie in großen Teilen der Welt, gab es auch in den 60er Jahren große Unruhen in Mexiko. Das ist eigentlich der Auslöser dafür, dass ungefähr 10 Leute in die Berge gegangen sind. Das war 1968. Da gab es eine große Demonstration. Und diese Demonstration wurde eingekesselt komplett. Niemand kam raus. Und die Soldaten haben angefangen zu schießen. Und es wurden 200 bis 300 Studierende erschossen. Das war ein entsetzliches Blutbad. Wir haben damals hier davon auch gehört. Das Gleiche hat sich nochmal wiederholt mit über 100 Toten Mitte der 70er Jahre. In der Zwischenzeit hat sich im mexikanischen Staat schon diverse Guerilla-Bewegungen aufgebaut. Das gab es in Mittel- und Südamerika zu dieser Zeit sehr, sehr häufig. Und manche haben gewonnen, also Kuba zum Beispiel. Aber auch andere in anderen Ländern, in Brasilien, also in Chile auch erstmal. Es war keine Guerilla-Bewegung, das war eine Wahl. Aber es war ein Aufbruch, ein antikolonialer Aufbruch zu dieser Zeit, weltweit eigentlich. Ausgelöst durch die Kämpfe gegen den Vietnamkrieg. 10 Leute sind aus den Städten zusammengekommen und haben sich überlegt, dass sie jetzt in die Berge gehen, was ein Synonym ist für Guerilla. Sie sind nach Chiapas, im ärmsten Bundesstaat Mexikos, in die Berge gegangen. Nebenbei bemerkt, es ist einer der reichsten Bundesstaaten Mexikos, nämlich an Bodenschätzen. Und die Wälder haben 40% der Biodiversität des ganzen Landes und gehören zu den 15 am meisten biodiversen Wäldern der Welt. Dort leben die Zapatistas, 5 indigene Völker. Sie sind in die Berge gegangen und sind fast verhungert, weil sie keine Ahnung hatten, was sie da erwartet, was sie essen können, wie sie Kontakt aufnehmen mit den Einwohnern dort, mit den Bewohnern der Dörfer. Sie sind vorgegangen oder hatten geplant, nach der Fokustheorie vorzugehen. Was heißt, dass einzelne Aktionen, die das System oder den Staat oder die Herrschenden zur Aufgabe bewegen sollen, wie zum Beispiel in Kuba das passiert ist. Einzelne Aktionen und dann immer wieder versuchen, die Bevölkerung zu agitieren, dazu zu ziehen. Das ist allerdings ein paar Jahre später in Nicaragua furchtbar gescheitert.
weil da deutlich geworden ist, Beria konnte sich in die Berge zurückziehen. Aber die Bauern, die sich versorgt haben, die teilweise alleine oder in Einzelhöfen wohnten, die konnten nichts tun gegen die Armee. Und da kam dann die Kissinger-Doktrin zum Tragen, die besagt, wir müssen den Beria im Mutterleib treten, um ein für alle Mal auf diesem Kontinent Ruhe zu schaffen. Das haben sie auch gemacht. Die Zapatistas bzw. die Leute, die in die Berge gegangen sind, haben daraus gelernt. Und haben gesagt, so können wir das einfach nicht machen. Wir müssen vorher den Kontakt zu der Bevölkerung aufbauen. Das ist ihnen erstmal nicht gelungen. Die Leute haben sie nicht verstanden und sie haben die Leute nicht verstanden. Bis sie eines Tages einen uralten Mann getroffen haben. Der alte Antonio war das. Und der hat ihnen erklärt, hier, wenn ihr uns was sagt, wir verstehen nicht, was ihr meint. Wenn ihr uns irgendwas von Marxismus erzählt, was soll das? Wir haben keine Ahnung. Maoismus, was soll das? Ihr müsst erstmal unsere Sprache lernen. Ihr müsst lernen, mit den Menschen zu reden. Und dadurch hat sich sehr viel verändert. Denn die Indigenas denken anders. Sie leben nicht nur anders, sie denken auch anders. Das zeigt sich nachher noch an einem anderen Beispiel. Aber der alte Antonio hat sie begleitet und eingeführt in die Dörfer und durch einen Dialog, durch einen 10 Jahre langen Prozess hat sich dann, haben sie sich dann angenähert und haben angefangen, tatsächlich zusammenzuarbeiten. Das Ejército Zapatista de Liberación Nacional ist am 7. November 1983 gegründet worden und da gehörten schon relativ viele indigene Menschen und Kämpferinnen dazu. Das war übrigens von Anfang an eine Armee, in der auch Frauen kämpften. Diese Phase von 1993 bis 1994 hat sowohl das ETLN aufgebaut, als auch die Strukturen in den Dörfern verändert. Es gab keine Entscheidung, keine grundsätzliche Entscheidung, die nicht von den Dörfern gesprochen war. Auch das kann ich mal ganz kurz in einem Geschichtchen erzählen. Ungefähr vor 2 Jahren, im Jahr 1992, die ist von 94 die Geschichte, kam ich auch in das Dorf, in dem der alte Antonio wohnte. Der alte Antonio packte mich am Arm und führte mich zum Fluss, etwa 100 Meter vom Dorfzentrum entfernt. Es war der Monat Mai, während die Gemeinde über den möglichen Beginn des Krieges diskutierte. Der Fluss war grün und von leichter Strömung. Der alte Antonio setzte sich schweigend auf einen Baumstamm. Nach kurzer Zeit begann er zu sprechen. Siehst du das? Alles ist ruhig. Es scheint, als würde nichts passieren. Wenn unten im Tal alles ruhig ist, gibt es in den Bergen ein heftiges Gewitter und die Rinnsale werden immer stärker und machen sich auf in Richtung Tal, sagte er nach einem tiefen Zug in seiner Zigarette. In der Regenzeit ist dieser Fluss wild, wie ein schlammiges Ungeheuer, das über die Ufer hinausgreift. Seine Stärke kommt nicht von dem vielen Regenwasser, das in sein Flussbett fällt. Es sind die Rinnsale, die von den Bergen kommen und ihn nähren. Er zerstört, gleichzeitig schenkt der Fluss neues Leben. Aus seinem Wasser erwachsen Mais, Bohnen und Zuckerrohr für das bescheidene Mahl. So ist unser Kampf, spricht er zu mir und zu sich selbst. In den Bergen wird die Kraft geboren, aber man sieht sie nicht, bevor sie unten ankommt. Es ist die Zeit, in der der Fluss seine Farbe ändert. Der alte Antonio schweigt. Langsam kehren wir zum Dorf zurück. Er sagt zu mir, ihr seid die Rinnsale, wir sind der Fluss. Ihr müsst zu uns herunterkommen, jetzt. Wieder ist Stille. Wir erreichen seine Hütte, die Dämmerung bricht an. Antonios Sohn bringt uns die schriftliche Erklärung der DorfbewohnerInnen, in der geschrieben steht, Männer, Frauen und Kinder kamen in der Schule unserer Gemeinde zusammen und alle fragten ihr Herz, ob die Stunde für den Beginn des Krieges um unsere Freiheit gekommen sei. Wir teilten uns in 3 Gruppen auf, um zu diskutieren. Die Gruppe der Frauen, die der Kinder und die der Männer.
Dann versammelten wir uns wieder in unserer kleinen Schule. In unserer Mehrheit sind wir der Ansicht, dass der Krieg jetzt beginnen soll. Denn Mexiko ist dabei, sich an das Ausland zu verkaufen. Der Hunger klopft an die Tür, doch wir werden niemals aufgeben, Mexikaner zu sein. Zu diesem Schluss sind wir gekommen. 12 Männer, 23 Frauen und 8 Kinder, die alt genug sind, ihre eigene Meinung zu haben. Unterschrieben haben alle, die schreiben können. Die anderen unterzeichneten mit ihrem Fingerabdruck. Eine Sache vergaß ich dir zu erzählen, sagte alte Antonio. Die Rinnsale können nur unter der Erde umkehren, wenn sie einmal zum Berg hinabgeflossen sind. Ich finde, das schon macht sehr deutlich, wie das läuft, was da passiert. Es sind tatsächlich die Dörfer, die entscheiden, die einzelnen Menschen, auch die Kinder, die in manchen Dörfern ab 7 Jahren, in manchen Dörfern ab 12 Jahren mit abstimmen. Und es ist bei jeder großen Entscheidung so. Und diese Entscheidung war natürlich die größte. Eine Entscheidung für den Krieg. Was häufig irritiert ist, weil sie sagen, wir sind Teil Mexikos. Und das ist ihnen aber sehr wichtig, weil sie das nie waren. Vor dem Aufstand mussten sie von der Straße gehen, wenn ein Weißer oder ein Mestize kam. Sie durften niemals einem Weißen oder Mestizen in die Augen schauen. Die Frauen mussten in den Dörfern bleiben, sie hatten nichts zu sagen. Sie durften auch aus den Versammlungen erst nicht sprechen. Deshalb ist eine der Sachen, die zwischen 83 und 94 entwickelt worden ist, das Revolutionäre Frauengesetz. Das war das erste Gesetz, das da für das EZLN und für die Zapatistas bindend wurde. Und es besagt, dass Frauen an allen Beratungen, in jeder Hinsicht, in der Verwaltung, in der Regierung und sonst wie teilnehmen dürfen. Dass sie entscheiden können, wie viele Kinder sie haben wollen. Sie entscheiden, wen sie heiraten wollen. Und sie verbieten Drogen- und Alkoholkonsum mit dem Argument, wenn die Typen besoffen sind, liegen sie in ihrer Hängematte und machen nichts, außer Kinder und uns zu verprügeln. Und wenn sie bekifft sind, machen sie erst recht nichts und wir müssen alle Arbeit alleine machen. Also wollen wir nicht, dass gekifft und getrunken wird. Es kommt noch was dazu. In Mexiko gibt es sehr große Drogenkartelle, die überall versuchen reinzukommen. Sie haben es auch in vielen, vielen Landesteilen geschafft, aber in Chiapas nicht. Weil es da dieses Verbot gibt und das EZLN auch Autos kontrolliert, ob sie Drogen transportieren. Also das wird sehr ernst genommen da. Klar, auch wenn man im Krieg ist, ist es ganz blöd, wenn man besoffen ist. Und es ist nicht so, dass sie nicht angegriffen werden. Das EZLN hat sich 83 Stück für Stück aufgebaut und ist eine militärische Struktur, eine hierarchische Struktur gewesen. Interessant ist vielleicht auch, dass am Anfang war es so, dass keine Waffen gekauft wurden, sondern jeder musste sich seine Waffe selber beschaffen, wie auch immer. Mit dem Argument, wenn es schwierig ist, an die Waffe zu kommen, fällt es ja auch schwerer, sie wieder abzugeben. Das sind immer so ganz pragmatische Überlegungen, die hinter allem stehen bei den Zapatistas. Sie hatten schon am Anfang in diesen 11 Jahren bis zum Aufstand, oder 10 Jahren eigentlich, bis zum Aufstand, wollten sie schon eine Welt, in die viele Welten passen. Das passt auch zu der indigenen Geschichte. Die waren immer offen, auch für andere. In den Dörfern haben ganz häufig auch Weiße oder Menschen gelebt, die nicht zu der Ethnie gehörten, die in dem Dorf lebten. Immer. Und so haben sie auch sehr viel Kraft bekommen, weil sie ganz viel anderes und Unterschiedliches gehört haben. Das war von Anfang an da. Das Yabasta, es reicht auch. Der Kampf um die Würde auch, war auch in diesen 10 Jahren immer wieder präsent. Und auch das für alle alles, für uns nichts. Und sie haben halt gesagt, sie haben ihren Namen aufgegeben, und heißen stattdessen EZLN. Sie haben alle nur Kriegsnamen oder übernehmen die Namen von Gefallenen.
Und es ist auch eine Tradition, die ist 500 Jahre alt in Mexiko. Pancho Villa hieß auch nicht Pancho Villa. Das ist der Name seines besten Freundes gewesen. Das sind so Traditionen und im gesamten Mittel- und Südamerika ist das sehr, sehr häufig der Fall, dass so umgegangen wird. Und auch schon in der ersten Zeit, von 83 bis 94, haben die Zapatistas versucht, was zu verändern. Ich meine, die haben 50% Kindersterblichkeit bis Kinder von 5 Jahren gehabt. Auf 25.000 Menschen kam ein Arzt. Die leben im Urwald. Es ist oft eine Reise von mehreren Tagen zum Arzt zu kommen gewesen. So sind viele gestorben und viele hatten Hunger, weil sie immer wieder vertrieben worden sind von den Großgrundbesitzern in gebirgiges Land, wo es sehr schwer ist, was anzupflanzen. Ja, eigentlich komme ich jetzt zu 1994. Da muss ich auch dazu sagen, diese ganze Armee der nationalen Befreiung war nicht bewaffnet. Also da waren sehr, sehr viele nicht bewaffnet und haben sich Gewehre aus Holz geschnitzt. Das sieht man bei relativ vielen Bildern. Ich wollte eigentlich noch so ein paar Fotos zeigen, aber das hat nicht hingehauen. Ja, mein Computer hält das nicht aus. Oder das lässt sich nicht aus. Jedenfalls stürzt er dann immer ab. Dann könnt ihr euch das so vorstellen. Das sind so kleine Menschen, die dann mit Holzgewehren losgegangen sind. Alle zusammen und sie haben 5 Städte besetzt. Und vor allem die Verwaltung, die Bürgermeistereien und haben erstmal alle Landtitel verbrannt und alle Gefängnisse aufgemacht. In jeder Stadt. Der Erste war gewählt, weil das war der Tag, in dem das nordamerikanische Freihandelsabkommen in Kraft treten sollte. Und das beinhaltet auch, dass es kein Gemeinschaftsland mehr geben darf, sondern dass sie alle ihr Land kaufen dürfen. Was sie nicht können einerseits und andererseits auch nicht wollen. Denn die Basis ihrer Landwirtschaft beruht auf Gemeinschaftsland. Jeder Bauer bewirtschaftet Land, das gehört ihm aber nicht, weil sie auch davon ausgehen, dass die Erde niemandem gehören kann. Die Erde gehört sich selbst. Und es gibt also das ist Gemeinschaftsland, und wenn jemand das Feld nicht mehr beackert, dann fällt es zurück an das Dorf und wird wieder neu verteilt. Es gibt viele Arbeiten, die gemeinsam erledigt werden, also zum Beispiel von Kaffeepflücken bis Mais, Bohnen und so weiter anbauen. Das läuft alles gemeinsam. Auch der Ertrag wird dann gemeinsam verteilt. Es gibt auch Sachen, die eben nicht verteilt werden, sondern auf den Märkten verkauft. Das ist heute noch so. Als ich das letzte Mal da war, war gerade die Zeit, wo Papayas reif waren. Und ich dachte, Mann, das sind so viele und, boah, und die hängen alle. Und dann kam eine Frau und hat uns strahlend eine Papaya geschenkt. Und ich habe das nicht so ganz begriffen, warum das so ein wichtiges Geschenk war. Und dann stellte sich heraus, dass alle anderen Papayas auf den Märkten verkauft werden, weil da kommt das Geld her, das sie auch sonst brauchen für viele andere Dinge. Die werden nicht so gegessen. Das gar nicht. Und es war damals halt noch krasser. Es haben ganz, ganz viele Menschen gehungert. Deshalb sind auch so viele Kinder gestorben. Und deshalb war auch der Krieg notwendig, weil wenn das NAFTA in Kraft getreten wäre, wäre die Lebensgrundlage einfach zerstört gewesen. Und sie haben das verhindert, dass in ihren Gebieten das NAFTA in Kraft tritt. Bis heute. Der Erste wurde deswegen gewählt. Es gab aber noch einen zweiten Grund. Es war nämlich so, dass sie sagten, es ist Silvester und alle sind besoffen. Und dann kommen wir leichter in die Städte. Und so war das auch. Das hat erst mal keiner geschnallt. Es hat Stunden gedauert, bis das Militär sich überhaupt aufgerappelt hatte. Und es hat keiner gemerkt. Es waren Tausende Indigenas,
die aus den Wäldern gekommen sind. Und sie sind unbemerkt durch alle Militärposten überall durchgegangen und haben dann bestätigt. Das ist halt auch immer so was bei den Zapatistas, die sind auch sehr zickig und sehr fantasievoll in dem, was sie tun. Das Militär hat zugeschlagen, brutal. Es wurde gefoltert, Leute wurden mit Stacheldraht gefesselt und dann stückchenweise erschossen, sozusagen. Der Krieg dauerte 12 Tage. Schon am zweiten Tag nach dem Aufstand gab es riesige Mobilisierungen. Hunderttausende sind in Mexiko-Stadt auf die Straße gegangen, aber auch weltweit, weil die Zapatistas die erste Guerilla waren, oder ja, die erste Guerilla waren, die das Internet genutzt hat. Und direkt am 1.1.94 kam es über alle Kanäle. Es wurde sogar in den Nachrichten in Deutschland gesagt. Da habe ich es erfahren, aus der Tagesschau. Und ja, wir haben direkt angefangen zu mobilisieren. Und dieser Schuss von wirklich weltweit 108 Millionen Menschen hat die Regierung von Mexiko dazu gezwungen, zu sagen, sie stellen die Angriffe ein, wenn die Zapatistas sich entschuldigen. Woraufhin die erste Erklärung von den Zapatistas kam, in der steht, wer muss hier um Vergebung bitten und wer kann sie gewähren nach 500 Jahren Unterdrückung. So, das ist erstmal der erste Teil. Danke. Punktlandung, ziemlich. wollten fragen, ob es Fragen gibt eventuell zu dem ersten Teil, der jetzt sozusagen genannt wurde. Und also wir hatten jetzt noch keine Pause geplant, aber wenn es ganz dringend erwünscht ist, könnte das natürlich auch passieren. Aber vielleicht erstmal, ob es Fragen gibt. Ein Applaus gibt es. Auch gut. Ja, mal eben rasch 500 Jahre so in 20 Minuten zusammengefasst. Noch ein Applaus. Okay. Und Daumen hoch, super. Also die Begeisterung ist groß, das ist doch schon mal gut zu wissen. Wenn jetzt keiner eine Pause erwünscht, würden wir vielleicht einfach weitermachen und dann nach dem nächsten Teil, wenn auch wieder keine Fragen sind, eine kurze Pause machen. Okay, dann kann Uli weiter erzählen. Eine Sache ist ganz spannend, wo kann man auch sehr viel von der EZLN bzw. den Zapatistas sehen. Die haben nämlich bei dem Aufstand den früheren Gouverneur von Chiapas festgenommen und haben ihn entführt. Und sie haben ihm den Prozess gemacht als einem der gewalttätigsten Gouverneure in der Geschichte von Chiapas. Einige Wochen später haben sie ihn aber wieder freigelassen mit der Strafe, bis zum Ende seines Lebens mit dieser Schande leben zu müssen. Und das ist unglaublich typisch. Sie haben ihn nicht umgebracht, sie haben ihn nicht gefoltert, sie haben ihn nicht verletzt, sie haben ihn ernährt und haben ihn freigelassen, weil sie der Meinung sind, mit dieser Schande kann man eigentlich nicht leben. Aber der hat es natürlich gemacht. Die Zapatistas haben relativ schnell angefangen, sich nach außen zu wenden. Zum einen war natürlich die Solidarität wahnsinnig groß. Es war was Neues. Man muss sich das vorstellen. Für uns war es ein Riesending, dass da plötzlich eine Bewegung war, die von unten war, die basisdemokratisch sich organisiert hat, 1994. Da war mal gerade der Zusammenbruch der DDR, des real existierenden Sozialismus, mal gerade 5 Jahre her. Und hier lag die Bewegung ziemlich am Boden.
Also jetzt nicht unbedingt, weil man Hoffnungen auf die DDR gesetzt hätte oder auf die Sowjetunion, sondern weil man gedacht hat, der Kapitalismus hat gesiegt. Jetzt haben sie gewonnen, das haben viele gedacht. Dann haben gleichzeitig die bewaffneten Gruppen in Deutschland alle gesagt, wir stellen den Kampf ein. Dann gab es noch plötzlich Leute in der Linken, die auf einmal anfingen, Staatskriege zu befürworten und sich auf die Seite von Staaten zu stellen. Viele auf die Seite der USA, weil sie ja Deutschland vom Faschismus befreit haben. Das war ein Schock. Das war auch ein Schock für viele Leute aus Mittel- und Südamerika. Und als dann die Zapatistas ankamen, haben viele von uns gedacht, boah, so wie die schreiben und was die sagen, das sind Autonome. Das sind wahrscheinlich welche, die von hier abgehauen sind und dort sind. Also das ist das, was wir denken, das ist das, was wir wollen. Und das hat auch dazu geführt, dass die hier einen sehr großen Widerhall hatten und sehr viel auf die Straße gebracht haben. Wir haben 2 Monate nach dem Aufstand das erste Mal das mexikanische Konsulat besetzt. Und haben die gezwungen, eine Solidaritätserklärung an die Re also mit den Zapatistas an die mexikanische Regierung zu schicken. Und das ging überall so. Es gab jedes Mal, wenn der Staat, die Regierung eine Offensive gegen die Zapatistas wieder gefahren hat, und das ist wirklich in den ersten Jahren ständig passiert, bis 1995 einschließlich, gab es Riesenmobilisierungen. Tage nach dieser Einstellungserklärung haben sie wieder angefangen zu bombardieren in Chiapas, und sofort waren wieder mehrere hunderttausend Leute in Mexiko-Stadt auf der Straße. Also dieses Echo auf diesen Aufstand, der war auch ein Schutz, ist klar, für die Zapatisten. Das war eigentlich der größte Schutz. Und es sind am Anfang wirklich Hunderte festgenommen worden, die in Verdacht standen, Zapatistas zu sein oder mit ihnen zu sympathisieren. Die mussten allergrößtenteils innerhalb der ersten beiden Jahre wieder freigelassen werden. Also eben auch durch den Widerstand in der Bevölkerung von unten. Gerade das von unten, das war halt unglaublich wichtig, und das hat sie auch sehr, sehr glaubwürdig gemacht. Und sie sind davon auch noch nie abgewichen. Es geht ihnen um die Menschen von unten. Auch bei ihrem Besuch jetzt, um die von unten. Nicht um die, die sich überlegen fühlen oder die sich wichtig machen wollen oder vielleicht sogar irgendwie Machtambitionen haben, sondern es geht um von unten. Es wird sehr kritisiert von den Traditionellen, zum Beispiel von den Trotzkisten, wird es sehr kritisiert, dass sie nicht nach der Macht im Staat gegriffen haben, weil die halten das für möglich. Und die Zapatistas haben gesagt, nein, das war nicht möglich. Es waren Hunderttausende auf der Straße, ja. Aber das Bewusstsein hatte sich noch nicht verändert. Und das ist das Ziel, dass die Menschen Selbstbewusstsein bekommen, die von unten wieder ein Selbstbewusstsein bekommen, um sich selbst regieren zu können. Und das sind die Leute, denen sie zuhören, mit denen sie sich verbünden. Die haben mit der Regierung verhandelt. Das waren die Verhandlungen von San Andrés, und haben Forderungen aufgestellt, was sie brauchen. Autonomie, also nicht nur Autonomie. Ihre Forderungen waren von Anfang an Bildung, Ernährung, Wohnraum, Gesundheit, Gerechtigkeit, Frieden, Land. Also all diese Forderungen, die eigentlich schon seit vielen hundert Jahren die Forderungen der Indigenas waren, haben sie neu aufgestellt und bestehen aber darauf. Sie haben zum Beispiel in den Verhandlungen darauf bestanden, dass das Verfassungsrang bekommt. Das ist nicht passiert. Und dann haben sie die Verhandlungen abgebrochen. Dann wollte die Regierung die Verhandlungen wieder aufnehmen. Zapatistas haben Bedingungen gestellt, die wurden nicht eingehalten. Sie haben die Verhandlungen wieder abgebrochen. Sie wollten sich auch nicht kaufen lassen. Obwohl das immer wieder eine Strategie ist, Geld zu geben, Nahrungsmittel zu geben, um dann spalten zu können. Und sie haben sich an keinem einzigen Punkt darauf eingelassen. Wer Geld von der Regierung nimmt, kann kein Zapatist sein. Das ist bis heute so. Das haben welche gemacht und sind halt rausgeflogen.
95, also zwischen 94 und 95, der zweiten Hälfte von 94 bis 95, haben sie große Treffen gemacht mit der mexikanischen Zivilgesellschaft. Da kamen so zwischen 5.000 und 6.000 Menschen in den lacandonischen Urwald. Die Batistas haben riesen Hütten gebaut, wo die Leute jetzt dann ihre Hängematten aufhängen konnten und Riesenbühnen und haben diskutiert, wie es weitergehen soll. Wir haben eine Abstimmung gemacht, mexikoweit, was sie jetzt tun sollen, wie es weitergehen soll. Ob sie als politische Partei agieren sollen, ob sie die Waffen abgeben sollen. Ergebnis war 95,5%. Haben gesagt, nee, keine Partei, aber auf dem politischen Weg und die Waffen niederlegen, aber nicht abgeben. Und auf dem friedlichen Weg. Das haben sie bisher auch gemacht. Es gab zwar unglaubliche Angriffe und auch Massaker, aber sie haben es immer geschafft, also einer offenen Konfrontation aus dem Weg zu gehen, weil die hätten sie definitiv verloren. Weil sie einer hochgerüsteten, unter anderem auch von Deutschland hochgerüsteten Armee gegenüberstehen. Und seit 1994 haben sie ihre Selbstverwaltung aufgebaut. Selbstverwaltung aufgebaut. Das heißt, sie haben ein eigenes Bildungssystem, sie haben ein eigenes Gesundheitssystem, sie haben ein eigenes Justizsystem. Sie haben die Juntas der guten Regierung. Die entsteht aus den Vorschlägen aus den Dörfern, aus den Gemeinden. Und wird auf Gemeindeebene, auf Kreisebene und dann eben in den Caracoles gewählt. Es gibt fünf, mittlerweile 12 Caracoles. Da gab es fünf. Caracol heißt Schneckenmuschel. Es hat eine Bedeutung, natürlich alles, vieles hat dann eine symbolische Bedeutung. Die Schnecke geht nach zwei Seiten. Sie geht nach vorne und sie zieht sich zurück. Und sie geht langsam, weil sie weit gehen muss. Das ist auch einer der beliebten Sprüche der Zapatistas. Sie haben von Anfang an gesagt, dass sie das nicht alleine können, dass es nicht nur um die Autonomie der Menschen, der indigenen Menschen in Chiapas oder in Mexiko geht, sondern dass es eine weltweite Sache ist, den Kapitalismus zu brechen. Weil das ist das, worunter wir alle leiden. Das war also von Anfang an. Und sie sind da losgegangen und haben erstmal mexikoweit Menschen mobilisiert, haben dann das FZLN gegründet, also die zivile, eine zivile Struktur mexikoweit aufgebaut. Die ist dann gescheitert, weil natürlich traditionelle Parteien oder Gruppen die Führung übernehmen wollten und den Zapatistas gesagt haben, sagen wollten, was sie zu tun und zu lassen haben, und da reagieren sie schon sehr allergisch drauf, weil sie sich durchaus auch selbst bestimmen können, was sie auch gesagt haben. Dann wurde das FZLN aufgelöst, aber es gab trotzdem immer wieder ganz großen Treffen mit der Zivilgesellschaft, mit den Völkern der Welt, was sehr beeindruckend ist. Das Justizsystem ist auch ziemlich spannend, auch das Bildungssystem ist total spannend. Das Bildungssystem, die Schulen, der Inhalt der Schulen wird bestimmt von SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und den Promotores, über den Verantwortlichen für die Bildung, gemeinsam. Mehrsprachig, die indigenen Sprachen werden gelehrt, die indigene Kultur wird gelehrt, weil sie auch verloren geht sonst. Aber es wird auch Spanisch gelehrt, Lesen und Schreiben und Mathe. Und es ist schon sehr schön zu sehen, wie die Kinder, also es waren am Anfang nicht nur Kinder, die in die Schule gegangen sind, weil die Analphabetenrate war ungefähr 90%. Mittlerweile liegt sie unter 5%. Also Lesen und Schreiben und Spanisch können fast alle. Und noch vieles mehr. Das Justizsystem beruht auf was ganz anderem als hier. Es geht nicht um Strafe, sondern es geht um Wiedergutmachung. Also wenn einer eine Kuh klaut, dann wird er nicht dafür bestraft, sondern er muss so lange bei demjenigen, wo er sie geklaut hat, arbeiten, bis der Wert wieder drin ist.
Ein Argument, das mir jemand gesagt hat dort, ist, wir haben keine Gefängnisse, weil es hat keiner Zeit, ständig mit dem Schlüssel rumzurennen und aufzupassen, dass keiner abhaut. Wollen wir überhaupt nicht. Also, wenn jemand im Dorf arbeitet, dann kriegen das alle mit. Und wenn er nicht arbeitet, kriegen das auch alle mit. Und dann wissen wir das gleich. Was soll das mit dem Wegsperren? Wenn jemand, es ist verboten, Frauen zu schlagen, es ist verboten, Frauen patriarchal zu behandeln. Da gibt es eine Strafe, die ist, der Mann muss sich in die Mitte von der Dorfversammlung stellen und wird von allen angeschaut. Wenn es eine schlimmere Geschichte ist, die er sich geleistet hat, sexuelle Übergriffe oder gar Vergewaltigung, dann wird er ausgeschlossen. Dann kann er da nicht mehr sein. Dann soll er weiß Gott wohin gehen, es ist völlig egal. Die Frauen akzeptieren das nicht und das ist ja auch ganz richtig so. Das ist das, also das Justizsystem und sie nehmen das sehr ernst. Während sonst in ganz Mexiko bezahlt werden muss für einen anwaltlichen Rat oder sowas, muss das in den zapatistischen Gebieten niemand. Bei Landstreitigkeiten, es wird so lange geredet, darüber diskutiert und die unterschiedlichsten Argumente angehört, bis zum Schluss die Abteilung Justiz, der Junta der guten Regierung, sagt, okay, seid ihr zufrieden, dann könnt ihr nach Hause fahren. Und in der Regel ist das auch so. Das kann Stunden dauern, das kann auch Tage dauern. Aber sie haben die Geduld und die Ruhe, tatsächlich Probleme zu lösen, bis auf die Sachen, also wenn jemand stiehlt, wenn jemand Frauen angreift oder niedermacht oder vergewaltigt, dann natürlich nicht. Dann brauchen wir darüber nicht mehr sprechen. Dann sind Gesetze gebrochen, die zentral sind. Mittlerweile gibt es Sekundarschulen, also es gibt nicht mehr nur die Grundschulen, wo man lesen, schreiben, rechnen lernen kann oder Spanisch, sondern es gibt sogar bis den Abschluss Sekundarstufe. Auch alles selber aufgebaut. Gesundheit ist ein Riesenproblem gewesen. Wie gesagt, 25.000 Menschen hatten einen Arzt. Und er war meistens so weit entfernt, dass man keine Chance hatte, ihn zu erreichen. Mittlerweile gibt es Kliniken an zentralen Orten. Natürlich kommt man da auch nicht sehr schnell hin, wenn man irgendwo im Urwald wohnt, aber es wird versucht, diese zentral zu machen, aufzubauen. Es gibt eine Frauen-Kinderklinik, es gibt eine Chirurgie, es gibt alles Mögliche. Und es gibt aber auch die traditionelle Medizin. Weil es ist natürlich auch sehr schwer und sehr teuer, Schulmedizin zu bekommen. Also behilft man sich oft mit dem, was da wächst. Das ist ein ganz schwieriger Prozess durch die Vertreibung. Also wenn Menschen von der Ebene ins Hochland vertrieben werden oder umgekehrt, dann wachsen da unterschiedliche Pflanzen und man kann das althergebrachte Wissen gar nicht mehr verwenden. Das muss man sich alles wieder neu drauf schaffen, aber das ist passiert. Und die Promotores de Salud, das sind tatsächlich auch Menschen, die die traditionelle Medizin, die Pflanzenmedizin anwenden. In den Apotheken ist das ganz viel. Das ist natürlich bedroht. Dadurch, durch die WTO-Richtlinien des TRIPS-Abkommens, da geht es halt eben auch um Patente. Und wenn ein Konzern eine Pflanze da entdeckt, darf er sie patentieren. Die Bedingung für Patente für Pflanzen ist halt, dass sie nach westlichem Muster beschrieben sein müssen und sie dürfen nicht traditionell sein. Und sind die Pflanzen im Urwald mit Sicherheit nicht nach westlichen Kriterien beschrieben. Das heißt, jeder Pharmakonzern, der irgendwas rauskriegt, und sie sind unheimlich dahinterher, das rauszukriegen mit allen Mitteln und allen Regeln der Kunst, mit Geld, mit Überreden und sonst irgendwas. Also das ist unglaublich. Sie kriegen halt mittlerweile raus, weil die Kompass gemerkt haben, was das heißt. Sie dürfen ihre Pflanzen nicht mehr anwenden. Sie dürfen sie nicht mehr in ihren Apotheken verkaufen. Und da ist noch so wenig Geld, weil sie sich sonst des Diebstahls schuldig machen. Da sitzen einige schon wegen Diebstahls im Gefängnis. Das sind diese
verdammten WTO-Richtlinien gibt. Mit den Patenten haben wir ja gerade auch zu kämpfen. Diese Struktur gibt es in jedem Karakoll. Ein Karakoll ist verantwortlich für ungefähr 42 bis 50 Gemeinden. Also relativ groß, großes Gebiet. Und kann jederzeit wieder abgesetzt werden, wenn es nicht passt. Wenn sie irgendwas machen, was den Gemeinden nicht passt oder was nicht den Anforderungen der Gemeinden entspricht. Wir nehmen das alle sehr ernst. Wir kriegen auch kein Geld dafür. Sondern während der Erntezeit ernten die Nachbarn ihre Felder und geben ihnen dann den Ertrag. Auch mit den Kindern ist es so, die Kinder werden mitgenommen, werden zum Teil der Junta der guten Regierung und krabbeln rum und schreien und machen und tun, wenn die sich treffen. Aber die Arbeit wird trotzdem gemacht. Also das nützt persönlich nichts. Oder man hat keinen Gewinn davon, wenn man das macht. Sondern, und man ist auch nicht sonderlich wichtig, weil nach 2 Jahren spätestens wird man ausgetauscht. Das ist jetzt länger, als es am Anfang war. Am Anfang war es halt, ganz am Anfang war es alle 3 Monate, dann ein halbes Jahr, dann ein Jahr und jetzt sind es 2 Jahre und das auch schon relativ lange. Weil es war eine Katastrophe mit alle 3 Monate wechseln. Man kann es gar nicht weitergeben, was wichtig wäre, weiterzugeben an die Nächsten, die es machen. Es hat halt hinten und vorne nicht geklappt, aber man hat aus dieser Erfahrung gelernt und jetzt sind es 2 Jahre und es klappt ziemlich gut. Auch in den neuen Karakolles, den 7 neuen Karakolles. Die Zapatistas sind immer wieder umzingelt worden vom Militär. Es sind immer wieder Dörfer vertrieben worden in die Berge. Oft mussten die Leute dann in andere Gemeinden ziehen, die auch nicht viel haben. Aber sonst wären sie gestorben. Die Kinder in der Regenzeit im Urwald. Nachts ist es da schweinekalt. Das geht nicht. Also mussten sie Flüchtlingslager aufbauen. Die Vertriebenen haben das auch getan. Diese Flüchtlingslager werden jetzt genutzt von den Leuten, die aus Mittel- und Südamerika fliehen und nach USA wollen. Wie Zapatistas so einen Dreck aufhalten, die haben ja meistens irgendwelche Schlepper dabei, die von den Leuten Geld wollen, werden erstmal diese Schlepper festgenommen, ihnen wird das Geld abgenommen, wird wieder unter die Leute verteilt und die werden weggejagt. Und die Leute kriegen gesagt, ihr könnt 3 Dinge tun, ihr könnt zurückgehen, ihr könnt hier bleiben oder ihr könnt weitergehen. Aber das Geld, das sie bezahlt haben, kriegen sie zurück. Und es gibt halt eben diese Möglichkeit, erstmal in Sicherheit zu sein und sich auszuruhen da. Um 1996, nach dieser großen Mobilisierung innerhalb Mexikos und Basisorganisierung, gab es das erste intergalaktische Treffen gegen den Neoliberalismus für die Menschheit. Wir fanden das übertrieben. Gegen den Neoliberalismus ist okay, aber für die Menschheit, naja. Wir dachten, das heißt Menschlichkeit. Das ist das gleiche Wort im Spanischen. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, nee, die hatten recht. Es geht tatsächlich um die Existenz. Also von der Erde und damit auch von allem, was drauf lebt. Das ist einer der zentralen Punkte. Es geht nicht nur gegen Rassismus oder Kolonialismus, gegen das Patriarchat oder gegen den Kapitalismus, sondern es geht auch um den Erhalt der Erde, um den Schutz der Erde. Und das ist zentral. Sehr, sehr viel zentraler als bei uns. Also das ist Madre Tierra, die kann niemand besitzen, die müssen wir schützen. Das ist unsere Aufgabe. Genauso wie man die eigene Mutter schützt. Zu diesem intergalaktischen Treffen kamen 4000 Menschen aus der ganzen Welt. Es waren Leute von den Aborigines, Maori, aus Indigene aus den USA, aus gesamt Mittel- und Südamerika. Einerseits, andererseits Leute wie ich, also die haben halt zum ersten Mal nicht Parteien oder Organisationen eingeladen, sondern die Widerständigen. Was ich krass fand. Ich wollte immer hin, dann dachte ich, da bin ich nicht wichtig genug.
da kannst du jetzt nicht hinfahren. Und dann haben mich aber die Leute in den Strukturen, in denen ich mich bewegt habe, also unter anderem Infoland oder GabExpress, gesagt, du fährst für uns. Und dann haben wir noch jemanden gefunden, der übersetzen kann. Und es war eine relativ große Delegation aus Deutschland, also 100 Leute. Gut, die aus Nordamerika waren noch viel, viel größer, aber es waren wirklich aus Japan Menschen da, es waren aus Korea Menschen da. Es war einfach ein. Und es wurden 5 Arbeitsgruppen gebildet in 5 verschiedenen Orten. Ich war in der Arbeitsgruppe, welche Politik wollen wir, welche brauchen wir? Und wir haben tatsächlich 700 Leute miteinander gesprochen. Und das war einfach eine irre Erfahrung. Menschen, die wirklich eine grundsätzliche Veränderung wollen, also Revolutionärinnen, kennenzulernen zu dürfen. Und es hat so eine Kraft gegeben und es hat mein Leben wirklich verändert. Also diese ganze Traurigkeit, die hier ist, die Hoffnungslosigkeit, die hier ist, gab es da nicht. Ich bin da angekommen an dem Ort, der heißt La Realidad, die Wirklichkeit. Bin aus dem Bus ausgestiegen, es war Regenzeit, es war alles verschlammt, ich bin erstmal auf die Fresse gefallen und war von oben bis unten zugesaut und da hat mich ein Kompa aufgehoben und hat mir dann erzählt, wie sehr er sich freut, dass wir kommen und dass sie extra Duschen gebaut haben, weil die Europäer und die Nordamerikaner ja ständig duschen müssen. Und das haben sie wirklich mit sehr viel Freude gemacht. Die waren auch sehr hübsch, also eine lange Leitung, ein langes Rohr und immer so pro Kabine 5 Löcher und das konnte man dann aufdrehen und dann konnte man duschen, wenn man wollte. Man konnte sich aber auch in den Regen stellen, der jeden Tag da war. Immer so 1, 2 Stunden. Sie haben dann aber auch andere Sachen gemacht. Jetzt nicht nur interkontinentale Treffen. Ein zweites gab es 1997. Es gab zum Beispiel da 1996 kam raus, dass wir Kommunikationsstrukturen brauchen, ohne Zentrum und ohne Hierarchie. Daraus ist Indymedia entstanden. Dass wir voneinander wissen müssen und erfahren müssen. Daraus ist People's Global Action entstanden. Es war eine weltweite Struktur, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, also den Neoliberalismus in all seinen Formen und Auswirkungen zu bekämpfen. Die ist dann leider kaputt gegangen, unter anderem wegen Europa, weil wir es nicht geschafft haben, sowas gesellschaftlich zu verankern, damit wir neue Chancen finden. Es gab dann aber auch weltweite Bauerntreffen zum Beispiel. Und von einem kann ich erzählen, das muss ich jetzt noch gerade finden. Da waren jedenfalls, das hat sich herausgestellt, dass die Zapatistas weltweiten Einfluss haben auf die von unten, also wirklich weltweit. Dass Bauern aus Korea da waren, Bauern aus Indien, von einer Organisation, die 30 Millionen Menschen umfasst, 30 Millionen Bauern, aus gesamt Mittel- und Südamerika, die waren auch schon auf dem ersten Intergalaktikum. Da haben sich die Mütter der Verschwundenen in Argentinien, waren dort und gleichzeitig kam ein Trupp argentinischer Punks an, so 16, 17 Jahre alt, die von Argentinien bis nach Mexiko getrennt sind, ohne Geld, treffen da auf die Madre de Plaza del Mayo und verstehen sich super und arbeiten seitdem zusammen. Zu diesen weltweiten Treffen, die eine ganz wichtige Funktion haben, also die Leute kommen dann nach Chiapas. Will ich ein Beispiel sagen? Das war die Konferenz der Verteidigung von Land und Territorium vor der kapitalistischen Plünderung. Und es waren aus allen Erdteilen Menschen da, aber eben auch die Bauern und Bäuerinnen, aber eben auch Leute, BeobachterInnen aus Mexiko oder aus ja, anderen Ländern. Die Zapatistas haben sowohl die andere Kampagne, von der ich schon was gesagt habe, als auch die 6. Erklärung der Selva Lacandona herausgegeben, die sagt, alle Leute, die sie unterschreiben, weltweit
haben die Verpflichtung, sich gegenseitig solidarisch zu unterstützen. Das haben wir hier auch gemerkt. Uns hat ein Nazi das Haus angezündet, das ist abgebrannt. Vor 2,5 Jahren, und wir haben eine Solidaritätsadresse bekommen von einem Frauentreffen und den Zapatistas. Das fand ich, ja, das hängt in vielen, an vielen Kühlschränken in Frankfurt. Ich sage mal ein Beispiel für die Art der Kommunikation. Ein Landarbeiter aus Thailand hat gesagt, die Feldarbeit ist unser Leben, und er wurde von seinem Land vertrieben, um Platz für Eukalyptuspflanzungen transnationaler Konzerne zu machen. Der Widerstand breitete sich landesweit aus und verband sich mit jedem des Pagakeyoa-Volkes aus dem Hochland, das im Namen des Naturschutzes von seinem Stammesgebiet verstoßen wurde. Jutir Singh von der Bauernunion Bhatia Kisan aus Indien mit 300 Millionen Mitgliedern erklärte, der Feind ist der Neoliberalismus. Unser Kampf gilt dem Überleben. Hier in Chiapas haben wir in diesen Tagen viel gelernt. Wir sehen, dass euer Kampf dem unseren ähnlich ist. Und unsere Bewegung kommuniziert mündlich. Wir benutzen nicht einmal Bleistift und Papier. Alles muss in Versammlungen besprochen werden. Das Instrument ist das Wort. Die Bauern aus Indien folgen der Tradition von Gandhi. Unsere Hauptwaffen sind der Ungehorsam und direkte Aktion. Er erzählt, dass seine Organisation 2002 während des WTO-Treffens in Mumbai protestierte und die Polizei mehr als 71.000 Menschen festgenommen hat, die sie dann bald wieder laufen lassen wollte. Aber die Gefangenen weigerten sich zu gehen, es sei denn, die Landagenten erklärten sich bereit, auf ihrem Land zu arbeiten. Die Polizei akzeptierte das nicht, also weigerten wir uns, die Gefängnisse zu verlassen und schafften es, den gesamten Raum der Polizeistation friedlich zu besetzen. Sie mussten Nahrung für mehr als 71.000 Gefangene herbeischaffen und hinterher bezahlten sie uns noch die Rückreise zu unseren Bauernhöfen. Die Leiterin des Movimento Sem Terra berichtet über den Bauernkampf in Brasilien, wo es 350.000 Familien gelungen war, Land zu gewinnen und der die sozialen Beziehungen derer von unten verändert hat, insbesondere der Frauen. Und sie erklärte, dass die Sabbatisten für sie eine Quelle der Kraft gewesen seien. Sie sehen sich 1000 Herausforderungen gegenüber. Sie sind ein ständiges Beispiel dafür, dass es möglich ist, eine andere Form des Lebens zu errichten. Oder wie es Dong Uk Min von der Bauernliga von Korea ausdrückte, man muss alleine träumen. Aber um einen Traum zu verwirklichen, muss er vielen gehören. Es ist immer wieder beeindruckend, was in solchen Treffen passiert und wie sich ausgetauscht wird und wie gelernt werden kann. Und nach der 6. Erklärung der Selva Lacandona, die alle unterschreiben konnten, die hat auch das Yabasa-Netz unterschrieben, dass wir gegenseitige Solidarität versprechen und Unterstützung, kam ein paar Jahre später die Bitte an alle Geografien weltweit, eine Analyse von ihrer Geografie, ihrer Region zu schicken, um sich dann mit den Zapatistas zu treffen. Das haben sie 3 Jahre lang versucht und es hat nicht geklappt. Es war zumindest aus Europa ein eher mäßiges Echo. Und das ist einer der Gründe, weshalb sie jetzt kommen. Famosa de un pueblito partidista. Tenían chivos y vacas, ordenado sus riquezas. De repente aparece la hidra sin llena de